Schön, dass ihr da seid. Ich bin hier schon fleißig am Rumwerkeln. Es ist recht spät, aber die Weihnachtsausstellung muss stehen, allerdings erst in 10 Tagen. Also ich werke gerade ein bisschen rum, packe ein paar Kartons aus, ist gerade frische Ware gekommen. Aber ich dachte, ich zeige euch schon mal ein paar Produkte, die ich auch in den nächsten Wochen zeigen werde, in meinen Videos, was die Trends 2017 sind und was bei uns alles so erhältlich ist. Also hier haben wir jetzt eine ganz helle Ecke, auch sehr schön, ein bisschen Outdoor gestaltet, mit Zinkkrönchen, netten Teelichtern, gewachsenen Fenchel, schön mit den Zapfen, die habe ich ja schon verwendet. Finde ich sehr, sehr ansprechend und ja, dann kommt ihr einfach mal mit. Es ist ein bisschen unordentlich, muss ich dazu sagen. Das Licht ist auch nicht mehr so gut, da es recht spät abends ist. Aber ich hoffe, ihr könnt drüber hinweggucken und könnt trotzdem ein bisschen die Produkte sehen. Also, hier habe ich schon mal, ganz geil, sind heute eingetroffen, richtig schöne Weihnachtsbäume. Die gibt es erst seit 2017 auf dem Markt. Natürlich gibt es jede Menge Weihnachtsbäume auf dem Markt. Diese hat Ähnlichkeit mit der Zuckerhutfichte, hat aber ganz, ganz feste Stiele und kann man super schön dekorieren für Indoor und auch für Outdoor. Also kann man im kleinen Wohnzimmer stellen oder nach draußen oder später im Garten pflanzen. Werde ich auf jeden Fall ein Video von machen. Dann haben wir hier so eine kleine Do-it-yourself-Ecke mit Moos, noch ein paar Herbstaccessoires. Hier haben wir gewachste Kränze. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Die sind dieses Jahr auch total hot. Gibt es aus Asparagus, aus diesen wunderschönen Früchten hier in unterschiedlichsten Farben. Also auch wir sind mit dabei. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier so ein bisschen Allerheiligen aufgebaut. Ich hatte euch ja das in Grün gezeigt. Hier haben wir was ein bisschen in Rosé-Tönen. Hier mal eine kleinere Variation, auch sehr schön. Oder einfach mit dem Licht drin. Kleines Herz fertig gemacht. Also die kleinen Details machen es eigentlich aus. Aber man muss für jeden Kunden was dabei haben. Hier habe ich mehr die klassischen Gestecke, was wahrscheinlich auch sehr gut aussieht, wenn man eine Bepflanzung hat, vielleicht mit Stiefmütterchen oder Hornveilchen in den Farben, kann ich mir das auch sehr schön vorstellen. Noch ein paar gepflanzte Kreuze, also jede Menge schöne Sachen. Auch sehr schön diese Sträuße, finde ich jetzt selber, mit den Nadelkissen, ein bisschen Hortensie, Heide mit hinein, schöne Bepflanzung. Ja, das sieht hier alles ein bisschen chaotisch aus, da wir gerade die Sachen noch packen oder packen werden für morgen früh für die anderen Filialen. Aber da müsst ihr einfach drüber hinweg gucken. Wir schleichen uns überall so ein bisschen durch. Ja, hier haben wir so ein bisschen Beleuchtung ausgestellt, was für unterschiedliche Sachen es gibt. Die Bling-Bling-Beleuchtung, absolut mass, hängt bei mir am Balkon. Nein, nicht. Ich glaube, ich würde verrückt werden. Aber wo es hinpasst, ne? Da hängt man es halt hin. Ja, hier haben wir auch noch ganz viele Bastelartikel. Ich zeige ja immer viel Do-it-yourself. Schöne Zapfen in Pastelltönen oder Moos oder macht nichts aus. Unterschiedliche Kränze, alles, was man alles so braucht. Dann haben wir schon die ersten wunderschönen Helleborus Christrosen bekommen. Die Gold Collection, eine schöne Premium-Qualität. Man fühlt es einfach am Blatt, das ist schön fest. Und man sieht hier wirklich, wie die Knospen hinauskommen. Richtig schöne Sache. Freue ich mich, die morgen einzuräumen. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsarea. Und das ist das warme Gewächshaus, wo wir langsam starten mit der Weihnachtsausstellung. Hier haben wir schon fleißig rumgewerkelt diese Woche. Hier haben wir eine schöne Ecke in Grün, Natur. Haben da noch ein bisschen Gold mit kombiniert, um da so ein bisschen Glam reinzubringen. Finde ich sehr gelungen. Also ich persönlich mag diese Ecke sehr gerne, weil es ein bisschen ruhiger ist. Ja, hier sind wir leider noch nicht so weit. Der Tisch kommt, da wird es ein bisschen mehr mit Rot kombiniert, ein bisschen klassischer, ein bisschen mit hellen Farben, weil Rot ist und bleibt immer eine Weihnachtsfarbe. Und ja, hier aber wieder dieses Grün, Gold, Holz, ein bisschen mit Industry-Style kombiniert. Und ja, solche Metallringe sind momentan auch ganz hot. Für im Fenster könnte ich mir schön vorstellen, mit einer Lichterkette, ein bisschen Eukalyptus, schwupp, Zapfen ran und dann hat man eine wunderschöne Deko. Und jetzt kommen wir zu meinem Sternhimmel. Ja, ich sehe die Sterne am Himmel hier bei uns, alles mal so ausgestellt.
was für schöne Sterne es gibt. Man kann sie an der Wand hängen, man kann sie im Fenster hängen. Und finde ich einfach eine sehr schöne Sache dieses Jahr. Also der Stern darf nicht fehlen, aber es darf noch was anderes nicht fehlen. Ja, das muss ich noch auspacken. Das kommt morgen. Mutti muss mir da noch helfen. Und auch meine netten Kollegen, wenn die noch Lust haben. Aber wir haben die wohl, oder? Wir sind auf jeden Fall alle sehr motiviert. Ja, diese Ecke ist eigentlich schon soweit fertig, finde ich auch. Sehr, sehr schön mit diesen unterschiedlichen Waben. Das kommt aus Indien und finde ich sehr, sehr geschmackvoll. Hier haben wir unseren kleinen Stupsi-Hirsch, auch sehr schön mit dem Geweih. Das ist fast wie so ein Kunstobjekt. Und ja, aber die Waben, das ist absolut der Trend 2017. Meiner Meinung nach gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel schon einen gewachsenen Kranz mit einer Lichterkette eingearbeitet. Hier haben wir noch keine Sterne mit dran, keine Kerzen. Hier haben wir aber mal einfach einen Zapfen draufgesetzt, den kann man noch beleuchten. Die Kerzen, die ich beim Wollknoll hatte. Und ja, dann können wir, das hier ist auch eine sehr schöne Farbkombination, finde ich selber. Hier haben wir das so ein bisschen das Thema Salbei, Eukalyptus aufgegriffen vom Farbspiel her, würde ich sagen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Da haben wir auch wieder die Waben. Die kann man hier einfach so in Viererpack kriegen, kann man am Weihnachtsbaum hängen. Ich persönlich finde sie so Single allerdings auch sehr schön. Tollen Ast, zwei von den Teilen ran und es sieht sehr schön aus. Hier ist es ein bisschen ruhiger kombiniert. Man sieht, man kann das auch mit Creme oder mit Beton kombinieren. Einfach ein, zwei gräulichere Äste mit hinein. Und ja, es wird, es wird. Es ist so eine schöne Weihnachtszeit. Oder es ist so eine schöne Zeit. Ich freue mich immer. Kameramann, nicht stolpern, nicht stolpern. Da ist ein Karton. Das wäre es jetzt doch gewesen, ne? Dass du hier noch dein Bein brichst. Das geht aber nicht. Ja, was haben wir hier? Hier bin ich gerade dabei. Wir können ja mal Unboxing machen. Ich weiß noch nicht, was hier drin ist. Das mache ich aber gerade. Ich packe die Sachen aus von einer Firma. Will die ein bisschen nett in einer Ecke dekorieren. Oh, das sieht nach einem Windlicht aus. Wow, das ist doch mal schick hier. Sehr, sehr schön. So ein bisschen auf alt gemacht. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz schönes Licht gibt. Sehr schön. Den Preis muss ich nachher noch mal rausfinden. Muss ich nachher noch mal einmal schauen. Ja, hier haben wir eine Wohnecke. Ihr seht, der Weihnachtsbaum steht schon parat. Müssen wir aber natürlich noch weihnachtlich anschmücken. Aber sieht einfach immer festlich aus. So ein gedeckter Tisch werden wir hier schön fertig machen. Und ja, hier werkel ich gerade rum. Wir haben eine neue Firma dazu bekommen aus Holland. Die haben sehr, sehr schöne Sachen mit ganz toller Keramik. Und finde ich auch sehr schön. Zum Beispiel diese Kerzen, komplett aus Wachs, ein bisschen kombiniert mit diesen cooleren Produkten. Und ja, Blumenmuster kommt auch total wieder. Also diese derben Farben kombiniert mit Blumen ist auch total hot. Hier auch was sehr, sehr Schönes, so einen schönen Federkranz, schön pudrig weich hier. Ne? Gibt es auch in Rot, finde ich auch sehr schön. Habe ich hier noch was zu zeigen? Ja, wir starten hier gerade so ein bisschen mit einer creme-goldfarbenen Ecke. Auch sehr geschmackvoll. Auch nicht fehlen dürfen diese Bäumchen. Die gibt es momentan in den unterschiedlichsten Farben. Kann mir vorstellen, da auch einen richtig coolen Adventskranz von zu machen. So, ach, ich will euch das alles noch gar nicht sagen. Das werdet ihr dann sehen. Und ja, liebe Kunden, wir bitten um Verständnis, um die Unordnung. Ich hoffe, ihr konntet drüber hinweggucken. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt mir doch bitte in den Kommentaren, da ich am Mittwoch loslege mit dem Video, was wir verlosen werden, in welchem Farbkombi-Stil ihr das gerne haben möchtet. Liegt ganz an euch und ich würde es schön finden, wenn ihr ein Thema angibt. Schön, dass ihr dabei wart bei der Arbeit. Ich werde noch ein bisschen weitermachen. Der Kameramann wird das Video ein bisschen schneiden. Und ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns am Mittwoch. Ciao! We bop and flippity hop, and as happy as I can be. Whoa, whoa, boom, boom, and flippity zoom. God, the sweet love plan works. Run, 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 run. We bop and
Mein Trick, wenn ihr eine Banane öffnen möchtet, ist einfach von der Unterseite. Ich genieße gerade eine schöne Banane. Falls ihr bei der Banane noch ein Video sehen möchtet, könnt ihr hier unten klicken. Und falls ihr mich nicht nur beim Bananenessen sehen möchtet, sondern bei Deko-Tipps, dann braucht ihr ein Abo und dann klickt ihr einfach hier oben.